Moin Leute, heute bin ich zurück mit einem quasi neuen Format, in dem ich euch zeige, wie ihr im Early Game im Prinzip schon sehr, sehr starke Waffen kriegen könnt, mit denen ihr eigentlich, ja, das komplette Spiel meistern könnt im Prinzip. Und da fangen wir heute dann mit einer ganz besonderen Waffe an, nämlich dem Schüreisen des Todes, eine, ja, intelligenzbasierte Waffe im Prinzip. Und wie ihr da am besten rankommt, das zeige ich euch heute. Um jetzt an die Waffe zu kommen, benötigen wir allerdings zwei Sachen. Einmal den Langbogen, der die Standardausrüstung des Samurais ist, und genau 99 Pfeile. Den Langbogen brauchen wir im Prinzip deswegen, weil der eine spezielle Fähigkeit hat, nämlich den Power Shot, also den mächtigen Schuss im Deutschen heißt, glaube ich. Und der sorgt, ja, wie der Name schon vermuten lässt, im Prinzip dafür, dass wir mehr Schaden mit unseren Pfeilen anrichten. Und da müssen wir dann auch später unsere Lebenstränke komplett in Mana-Tränke umwandeln, weil wir kein Leben verlieren werden, wir müssen nur Schaden machen. Die Pfeile kriegen wir im Prinzip beim ersten Händler in der Kirche von Elle und den Langbogen bekommen wir dann in der Tafelrundenfeste bei den beiden Damen, die uns Zeug verkaufen. Dort können wir dann den Langbogen kaufen. Beides rüsten wir aus und dann starten wir im Prinzip von der Location aus, wo auch mein Early Game Runenfarm-Spot ist, wenn ihr nicht wisst, wo sich dieser befindet. Könnt ihr einfach hier oben im verlinkten Video nochmal genauer nachschauen. Und von hier aus werde ich den Weg wieder anspeeden. Sollte euch das Ganze zu schnell sein, könnt ihr natürlich wie immer in den YouTube-Einstellungen die Geschwindigkeit runterdrehen. So, an der Kirche der Seuche in Kellet angekommen, schnappt ihr euch erstmal die heilige Träne und damit könnt ihr direkt auch eure Tränke verstärken. Jetzt solltet ihr all eure Lebenstränke in Mana-Tränke umwandeln. Die können wir definitiv gebrauchen. Wie gesagt, wir müssen ja einige Pfeile verschießen mit der Waffenfähigkeit vom Langbogen. Dementsprechend ist Mana wichtig. Ihr müsst halt kämpfen für diese Waffe, aber glaubt mir, ihr werdet halt keinen Schaden nehmen. Und ja. Ach ja, ganz vergessen zu erwähnen, um halt den Boss, den wir bekämpfen müssen, anzutreffen, müsst ihr halt das Spiel auf Nachtzeit stellen. Das könnt ihr halt am Site of Grace direkt machen, also am Ort der Gnade. Dort einfach auf Zeit vertreiben und dann auf Nacht stellen, denn sonst erscheint der Boss nicht an dem Ort. Ganz vergessen zu sagen, aber sehr, sehr wichtig. Dann folgt ihr dem Weg weiter wieder im Video und dann sind wir eigentlich auch schon an unserer Ziellocation angekommen. Wenn ihr jetzt am Ort im Video angekommen seid, dann solltet ihr euren Bogen in zwei Hände nehmen. Das macht ihr, indem ihr auf dem Xbox-Controller die Y-Taste und gleichzeitig auch die rechte oder linke Schultertaste drückt. Je nachdem, wo ihr halt euren Bogen habt. Gleichzeitig solltet ihr natürlich auch die Pfeile ausrüsten. Die brauchen wir nämlich jetzt. So, den Todesritenvogel, der unten rumläuft, den werden wir jetzt anvisieren und ihm ein paar mächtige Pfeile verpassen. Allerdings schießt ihr nur immer dann, wenn der Vogel auch wirklich stehen bleibt. Und auch wichtig, immer schön auf den Kopf zielen, denn dort machen wir den meisten Schaden. Und ja, im Prinzip könnt ihr dann fröhlich auf ihn einfeuern. Er wird sich zwischendrin halt bewegen, dann müsst ihr warten, bis er wieder stehen geblieben ist. Sollte er versuchen, irgendwelche Feuerangriffe nach oben zu schicken, könnt ihr einfach wieder weiter hinter euch dem Hügel hochgehen, den ihr runtergegangen seid im Prinzip. Und dann seid ihr eigentlich auch safe. Und das macht ihr im Prinzip so lange, bis der Kollege dann auch kein Leben mehr hat. Und wenn ihr ihn dann besiegt habt, dann habt ihr auch das Schüreisen des Todes erhalten und das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Ja, das Schüreisen des Todes ist hier ein Großschwert. Ihr braucht dafür 15 Stärke, 17 Geschicklichkeit und 11 Weisheit. Das Ganze skaliert D mit Stärke, D mit Geschicklichkeit und mit Weisheit auf E und löst Frost aus. Frost ist sehr interessant, weil das halt ebenfalls ein
ja, aufbauender Statuseffekt im Prinzip ist, der, wenn er komplett aufgebaut ist, auch nochmal Schaden verursacht. Und das Ganze hat aber auch noch eine Waffenfähigkeit. Und zwar könnt ihr die Waffe in, ja, Frostflammen tauchen im Prinzip. Beim leichten Angriff macht ihr dann halt einen Pfad aus Flammen, der kontinuierlich Schaden macht, wenn sich der Gegner darin befindet. Und beim starken Angriff könnt ihr halt eine Frostexplosion auslösen. Die ist sehr langsam, allerdings halt auch relativ stark. Ich würde, glaube ich, persönlich eher auf den leichten Angriff setzen, weil der halt mehr Fläche abdeckt und auch schneller ist. Und vor allen Dingen müsst ihr den nur einmal casten und dann macht er kontinuierlich Schaden. Sollte sich aber die Möglichkeit bieten, könnt ihr natürlich auch die Frostexplosion mal kurz herausholen im Prinzip. Und ja, die Waffe wird aber mit steigendem Level auch nochmal bessere Skalierung kriegen auf dem Geschicklichkeit- und Weisheitswert. Denn Geschicklichkeit, da steigt die Skalierung von D auf C. Und bei Weisheit steigt die Skalierung von E auf D. Was natürlich sehr gut ist, wenn ihr zum Beispiel eine Art Kampfmagier spielen wollt, der aber gleichzeitig auch noch Dexterity levelt, könntet ihr hier halt relativ viel Schaden rausholen. Und ich glaube, die Waffe werde ich demnächst auch für einen Build benutzen. Denn ich glaube, ich weiß auch, wie man die Schwäche dieser Waffe, nämlich die Langsamkeit dieser Weapon Art, dieser Asche des Krieges, so ein bisschen ja, umgeht und auch generell die langsamen Angriffe dieses Großschwerts, weil Großschwerter sind immer ein bisschen langsamer. Aber da könnt ihr schon mal drauf gespannt sein. Ja, im Prinzip war es das eigentlich auch mit der Waffe. Ihr könnt halt schön dann dafür mit meinem Early Game Runen Farm Spot euch die Runen erfahren, um dann auch die Waffe tragen zu können. Und so könnt ihr relativ easy eigentlich den Großteil des Spiels mal eben meistern, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat und wenn ihr vor allen Dingen auch noch mehr Waffen sehen wollt, die sehr stark sind und die man direkt von Anfang an holen kann, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt auf das Format. Zeigt mir mit allem, was geht, dass ihr das sehen wollt und dann kommt davon auch mehr. Solltet ihr Fragen zu dieser Waffe oder zu meinen bisherigen Builds haben, zum Beispiel oder generell zu Elden Ring, dann könnt ihr montags, dienstags und mittwochs ab 18 Uhr bei mir auf meinem Twitch-Kanal einschalten, denn ab dann bin ich immer live und wir zocken im Moment immer Elden Ring. Dementsprechend solltet ihr da noch Fragen haben, könnt ihr mir die gerne im Chat schreiben und ich versuche die zu beantworten. Genauso wie der Rest der anwesenden Zuschauer wahrscheinlich auch. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und man hört sich auch beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao.